Yo Leute, was geht? Freunde, heute werden wir herausfinden, was in Franklins Kopf drin ist. Und wir stehen hier heute vor dem Mount Chiliad, Leute, mit Franklin. Und Franklin, keine Sorge, wir werden jetzt nicht in dein Gehirn oder so etwas reingehen. Also, wir werden das schon machen. Allerdings nicht in den Kopf in der kleinen Größe. Also, nichts gegen dich, Franklin. Dein Kopf ist zwar ziemlich okay Größe, aber wir müssen einen ziemlich großen Kopf haben. Und Leute, ich würde sagen, wir drehen uns um, Leute, in 3, 2, 1 und schaut euch das einfach mal an, Freunde. Da hinten ist eine riesige Nachbildung von Franklin. Und wir haben die Möglichkeit, Leute, in Franklins Kopf mit einem Flugzeughelikopter oder was auch immer reinzufliegen, Leute. Und ich meine, wir zoomen einfach mal ganz kurz rein, um uns genauer anzuschauen, Freunde, wie groß das einfach ist. Ihr könnt dort hinten sehen, Leute, da ist der Mace Bank Tower. Das nimmt vielleicht einen kleinen Teil von seinem Tanktop mit. Und das kommt nicht mal bis zum Ellenbogen, Freunde. Und da ist dieses Gebäude, Leute. Und das ist einfach die Nachbildung von Franklin. Franklin, der einfach als Titan aus dem Boden herauskommt. Das ist unglaublich, wie riesig der ist. Und um da hinzukommen, Freunde, würde ich sagen, nehmen wir uns erst einmal ein Flugzeug. Leute, lasst für solche crazy GTA 5 Mods übrigens auch gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr wissen wollt, Leute, wie es aussieht, wenn zum Beispiel ich in GTA 5 in so einer Riesengröße bin oder zum Beispiel andere Charaktere wie Michael oder Trevor. Und vergesst nicht gerne natürlich den Kanal kostenlos zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst, Freunde. Ich würde sagen, wir machen uns direkt auf den Weg, Leute, mit dem Flugzeug. Okay, kommen wir mal um. Und let's go. Okay, ich glaube, das wird eine ziemlich lange Fahrt werden. Oh mein Gott, Leute, ich würde so gerne wissen, was bitteschön in seinem Kopf vor sich geht. Wir schauen mal rein, Leute. Da ist auf jeden Fall sein Mund und es ist einfach zu krass. Wir sind einfach so weit oben über der Map, Leute, von GTA 5 über dem Mount Chiliad. Und wir werden jetzt gleich in den Mund von Franklin Clinton hineinfliegen und mal schauen, was dort ist. Ich sehe dort, da bewegen sich auf jeden Fall schon einige Dinge. Wir müssen mal schauen, was ist das, Leute? Was bewegt sich da drinne? Ist das sein... Ich glaube, das ist sein Gehirn, oder? Es sieht übelst weird aus, aber es sieht übertrieben interessant aus, Freunde. Oh mein Gott. Riesiger Franklin wird uns gleich aufessen, Leute. Haha, ist das krass. Alles klar, wir setzen jetzt gleich zum Landeanflug an, Freunde. Wir nähern uns den Mund von Franklin und da sind übrigens seine riesigen Nasenlöcher, Leute. Ich habe da schon irgendwie ziemlich Respekt davor. Alles klar, Leute, wir setzen zum Einflug ein, würde ich sagen. Und wir... Oh mein Gott, Alter, wir sind gleich drin, Leute. Let's go! Wir sind drin, Freunde. Oh mein Gott, was ist das bitte schon alles? Oha! Okay, wir müssen irgendwie landen. Wir müssen hier irgendwie landen, Leute. Oh, nein, 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 nein. Oh, was ist das? Alter, okay, okay, das sind seine Zähne, Leute. Das sind seine Zähne. Die können wir vielleicht nicht als Landerampe nehmen. Aber gut, ich versuche einfach mal. Ich versuche einfach mal hier zu landen. Come on. Come on. Nein, 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 nein. Wir landen direkt im Franklin-Schild. Nein! Oh! Uff! Okay, okay, wir sind gelandet. Wir sind offiziell in Franklins Kopf drinne gelandet, Leute. Alter, ist das krass, Freunde. Ich glaube, so eine heftige Mod habe ich in GTA 5 noch nie gesehen, Leute. Wir befinden uns jetzt tatsächlich in Franklins Gehirn. Also, Franklin, was meinst du dazu? Wie findest du, dass du jetzt in deinem eigenen Kopf drinne bist? Ah, okay, ich muss sagen, Franklin ist ein bisschen nervös. Warum, Franklin? Hast du irgendwelche Geheimnisse, die die Leute noch nicht wissen? Ich glaube, wir werden heute Franklins tiefe Geheimnisse in diesem Kopf herausfinden, weil es wird einfach zu heftig werden, Leute. Franklin hat einfach eine ganze Stadt in seinem Kopf. Er hat sogar, glaube ich, eine eigene Arena dort eingebaut. Aber ich würde sagen, Freunde, wir probieren mal, ob es irgendwie möglich ist, wenn wir jetzt keinen Hubschrauber oder irgendwie einen Flugzeug hätten, ob wir hier vielleicht noch wieder rauskommen können, weil er ist schon ziemlich massive, Freunde. Der Franklin. Also, das ist wirklich, diese Zähne sind größer als einfach ein ganzes Haus. So, wir probieren mal, Franklin, ob wir hier... Oh mein Gott, ob wir hier rauskommen. Das sind richtige Matsche, Leute. Sein ganzes Zahnfleisch, wo wir gerade drauf klettern. Holy moly, Freunde. Und ich glaube, kommen wir da raus? Ich probiere es mal, Leute. Oha, Alter, das sieht so weird aus. Aber ich weiß nicht, ob wir... Nee. Alles klar, Leute. Also für uns ist, glaube ich, keine Möglichkeit, dass wenn wir jetzt nichts hätten, womit wir rauskommen können oder rausfliegen können, um da rauszukommen und... Oh mein Gott. Wie riesig ist Franklins Gehirn, bitte? Das ist ja übelst creepy, muss ich sagen. Sieht sehr, sehr gruselig aus. Aber ich würde sagen, wir gehen mal rein und schauen uns mal einfach genauer an, was sich dort drinnen befindet alles. So, hier ist erstmal sein Name Franklin. Okay, das klingt schon mal nice. Also wir sind schon mal im richtigen Kopf drinne. Ich würde sagen, wir schauen uns das Gebäude hier rechts erst einmal an. Da sind einfach sogar zwei riesige Türme. Was ist hier alles in diesem Kopf drinne? Franklin, ich muss einfach sagen, du hast eine ziemlich ausgeklügelte Fantasie. Wenn das wirklich in deinem Kopf
Kopf drin ist. Da muss ich aber sagen, vielleicht muss er dann zum Zahnarzt gehen. Übrigens, Freunde, diese Mod wurde auch erstellt von lieben BH. Checkt ihn gerne natürlich auch seinen Patreon-Account aus. In der Beschreibung ist er verlinkt, Leute. Wenn ihr wissen wollt, dass er einfach... Der macht die krassesten Mods, muss ich einfach sagen. Also, wenn ihr ihn auf jeden Fall abchecken wollt, checkt den Link in der Beschreibung aus. So, und jetzt bewegen wir uns in einem eigenen Naturpark. Kann man hier rein? Kann man in dieses Gebäude reingehen? Ich glaube, da ist sogar... da ist ein Eingang, Freunde. Aber ich möchte erstmal wissen, kann man auch in das Gebäude hier rein? Ich würde so gerne wissen, was Franklins tiefste Geheimnisse in seinem Kopf drin sind. Aber ich komme immer noch nicht auf dieses Gehirn klar, das einfach über mir rotiert. Es schwebt in der Luft und es dreht sich einfach. Na gut, ich würde sagen, wir gehen direkt mal in dieses Gebäude hinein. So, Franklin. Oha, Alter, der Boden sieht übelst komisch aus. Aber naja, Hauptsache, wir kommen jetzt rein. Was ist hier genauer drin? Wow! Wow, mein Gott, Franklin! Ich wusste es. Tief in seinem Kopf denkt er ans Geld. Er denkt an sein Geld, Leute. Und ich glaube, in seinem Kopf befindet sich einfach ein riesiger Geldspeicher. Und er streckt sich. Guck mal, wie viel Geld das ist, Leute. Das ist einfach so viel Geld. Es geht hier weiter, dann geht es da hinten sogar noch weiter. Wie viel Geld hast du bitte schon, Franklin? Und ich muss sagen, alleine dieser Raum, du hast ja noch viel mehr Platz für dein ganzes Geld, um es zu verstauen. Aber alleine dieser Raum, wie groß der ist, es ist komplett gefüllt an den ganzen Rändern mit Geld. Mit Geld, Gold und noch mehr Geld. Also falls ihr euch immer gefragt habt, wo ist das ganze Geld aus den Oktillionär, Trillionär oder Billionär Videos, ich glaube, es ist alles in Franklins Kopf hier gespeichert. So, was hat er hier noch, Leute? Er hat hier noch so Statuen, Freunde, so in Securo Surf Statuen. Da liegt hier noch mehr Geld. Boah, alleine dieser Raum ist ein riesiger Lagerraum für so viele Dinge. Das Einzige, was das Problem ist, es gibt hier einen sehr kleinen Eingang. Also ich könnte jetzt kein Flugzeug oder so etwas reinlagern. Ach, natürlich. Und Franklin hat ebenfalls auch nur eine Menge Gold drin. Und sogar goldene Schallplatten. Alles klar, von wem hast du die goldenen Schallplatten? Wahrscheinlich hat Franklin ein eigenes Album gegründet. Straight out of Grove Street. Wahrscheinlich die neue Platte von Franklin Clinton ist Gold gegangen. Also gut, das war das erste Gebäude. Und ich muss sagen, ich bin schon ziemlich beeindruckt. Wir haben noch so viel nicht erkundet. Und wir werden uns Stück für Stück in Franklins Kopf immer weiter hocharbeiten. Boah, wenn ich wissen würde, was gerne in diesen beiden Towern drin ist... Ich möchte es erfahren. Aber es ist so viel... Wow, da geht's noch rein, oder? Nee, da ist eine Blockade. Also es könnte sein, dass dort vielleicht in Zukunft eine Garage sein wird. Oder es ist Franklins super geheimes Unterbewusstsein, was wir nicht betreten können. Und vielleicht einige Geheimnisse vor uns verschlossen bleiben. Aber ich sehe dort hinten noch etwas. Okay, was ist das? Ah, okay. Es ist wohl, glaube ich, einfach nur ein Schild, das sagt links oder rechts. Das ist so die Richtung zu seinem neuralen Netzwerk. Aber ich brauche ein Auto, um mich ein bisschen schneller vorzubewegen. Weil es ist wirklich riesig, dieses Gehirn. Und oh mein Gott, sind das seine Augen? Ich glaube, das sind seine Augen, die dort hinten zu sehen sind. Ich glaube, Leute, das sind Franklins Augen, die wir dort erkennen können. Und hier befindet sich sogar sein Ohrloch, Leute. Also können wir vielleicht von dort aus später in dem Video entkommen. Oder wir fliegen einfach wieder durch den Mund durch. Wow, was ist das? Alter, ist das... Ey! Leute, in Franklins Gehirn herrscht einfach ganz andere Regeln. Da können wir auf Wasser laufen. In Franklins Kopf kann man tatsächlich in diesem Pool auf Wasser laufen. Und mal ehrlich, Franklin, ich muss sagen, das ist alles in deinem Kopf drin. Hast du eine ziemlich kreative Ader. Für das, was es aussieht, ich meine, diese Villa sieht echt cool aus. Fehlen noch ein paar Möbel und vielleicht noch eine Tapete, aber man muss im Großen und Ganzen sagen, Franklin hat Geschmack. Man muss ihm das lassen, Leute. Findet ihr, Franklin hat Geschmack? Dann lasst gerne ein Like da. Da haben wir einen Fernseher mit Couch. Also Franklin, ich muss sagen, dafür, dass dein Kopf so riesig ist da drinnen, hätte ich mir mindestens einen 2000 Zoll Fernseher gewünscht. Das wäre, glaube ich, drin gewesen. So, weiter geht's. Dann haben wir hier, denke ich mal, die gleichen Dinge auch, oder nicht? Ich glaube, das ist etwas Neues. Nee, ich glaube, die sehen genauso aus, diese Wohnungen. Ja, drei Penthäuser. Wahrscheinlich, Leute, für Franklin, Michael und Trevor. Oder für Franklin, Chop und Lamar. Das könnte auch sein. Ey, aber, ey, wo ich gerade von Chop rede... Da ist er doch. Ich wusste natürlich, Leute. Franklin denkt auch in seinem Kopf an Chop. Natürlich, Leute. Chop hat auch einen ganz besonderen Platz in seinem Herzen und in seinem Kopf gefunden. Und er hat einfach eine eigene Villa bekommen. Eine eigene kleine Penthouse-Villa. Finde ich ziemlich schön, dass er auch an Chop denkt. So, und jetzt, Leute, haben wir hier ein riesiges Stadion, wo Cars draufsteht. Und das brauchen wir auch. Wir brauchen nämlich ein neues Auto, mit dem wir uns in Franklins Kopf ein bisschen schneller fortbewegen können. Und ich sehe hier gar nichts.
Wo sind die Autos? Vielleicht müssen wir in die höheren Stockwerke gehen, um das Auto zu sehen. Weil ich muss sagen, das ganze Laufen bin ich schon ein bisschen satt. Aber Leute, ich meine Real Talk. Hättet ihr... Wow, 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 wow. Ist das irgendeine Sicherheits... Wow, was ist das? Es sieht ein bisschen weird aus. Okay. Okay, Leute, ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein Nervenstrang von Franklin. Das verarbeitet Daten und deswegen wechselt da immer die Textur. Alter, es sieht so weird aus. Okay, hier oben habe ich immer noch nichts gefunden. Ich glaube, wir müssen noch eine weitere Etage hochgehen. Okay. Dann gehen wir eben noch eine weitere Etage hoch. Alles klar. Ich hoffe, ich mache hier nichts kaputt in deinem Kopf, Franklin. Falls wir irgendwas kaputt machen, dann sag gerne Bescheid, wenn es dir was weh tut. Nein. Wie viele Autos sind das? Franklin, du hast einfach eine Garage von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, ich höre auf zu zählen. Ich höre auf zu zählen, weil bis dort hinten hin reicht seine Garage an Autos. Alter, wie viele Autos hier reinpassen würden? Ich würde sagen 10.000. Franklin könnte wahrscheinlich ein ganzes Autohaus hier bauen mit 10.000 Autos. Es ist unfassbar. Welches Auto nehmen wir denn, Franklin? Welches Auto könnten wir nehmen, deiner Meinung nach? Oh, wir haben hier sogar noch ein Konzept-Formel-1-Fahrzeug. Wir haben hier das Batmobil. Dann haben wir hier noch ein besonderes Fahrzeug. Oh, es sind so viele Autos hier drin. Ich kann mich gar nicht entscheiden, welches ich nehme, Franklin. Welches würdest du gerne nehmen? Sag mal ehrlich, welches Auto möchtest du am liebsten nehmen? Ah, ist noch ein bisschen unentschlossen, der Franklin. Er weiß noch nicht ganz, welches er nehmen würde. Ich glaube, er hat schon so eine richtige Richtung. Hat er schon langsam, aber er ist noch nicht komplett sicher. Ah, okay. Ah, oh, okay. Er will den grünen Pagani haben, Leute. Er setzt sich jetzt in den grünen Pagani Huayra rein. Oha, okay, Leute. Es gibt noch eine weitere Etage, aber ich glaube, in die kommen wir tatsächlich nicht rein. Und jetzt bewegen wir uns, Leute, tatsächlich mit dem Auto in Franklins Gehirn. Und endlich sind wir mal ein bisschen schneller unterwegs. Endlich sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Wow, Leute. Ich muss sagen, es ist so riesig. So, was haben wir als nächstes? Alles klar. Wir haben jetzt die Seite so ein wenig erkundet. Ich dachte, ich kann in diese Tower rein, aber leider kommt man da nicht hinein. Oh, was ist das für eine Festung? Das sieht ja übelst episch aus. Sieht aus wie so ein Ding aus Star Wars. Ah, hier sind Flugzeuge und Hubschrauber. Nice. Damit weiß ich jetzt, wie ich hier rauskommen kann. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Alter Schwede. Okay, ich glaube, in das Gebäude kommen wir nicht rein, ne? Nee, leider sieht es nicht gut aus, Freunde. Dann haben wir hier noch einen weiteren Bereich von Wohnung. Ey, wer ist das? Wer ist das? Hallo, was machen Sie in Franklins Kopf? Entschuldigen Sie mal bitte. Hier ist kein Platz für Sie. Ich kenne Sie nicht. Ist sie vielleicht eine Person aus Franklins Erinnerung? Ist das vielleicht die Mutter? Tante? Oma von Franklin? Vielleicht ist es ja die Oma. Ich lasse sie erstmal in Ruhe, weil wenn ich sie schlage, dann schlage ich quasi meine Erinnerung aus meinem Kopf. Und das möchte ich nicht machen, Franklin. Also ich weiß nicht, in welcher Beziehung du zu dieser Person stehst. Vielleicht hat sie was mit deiner Vergangenheit zu tun. Aber ich lasse sie erstmal in Ruhe. So, was ist da drin, Leute? Das ist ja mal richtig Science Fiction. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Also wird jetzt nicht sein, wo ich mich drinnen setzen möchte und drin wohnen würde. Und eigentlich sieht dieses Haus auch aus wie so ein Zahn. Es sieht aus wie ein teilweise abgeschnittener Zahn. Als würden die tatsächlich diese Häuser aus Franklins Zähnen nachgebaut haben. Und da hinten ist ein Container. Warum ist da ein Container? Fragen über Fragen, Freunde. Ich habe keine Ahnung, was das macht, aber... Nee, dahinter ist auch nichts versteckt. Okay, jetzt gibt es noch ein weiteres Gebäude, das wir auf jeden Fall uns anschauen müssen. Und zwar ist es das sogenannte Baumhaus, Freunde. Und da bin ich sehr gespannt, was Franklin dort versteckt hat. Ich glaube, ich nehme einfach dazu den Buzzard Kampffilet, Freunde, weil damit kann ich ein bisschen kontrollierter fliegen. Und so, jetzt sind wir bald drin. Ich muss vorsichtig sein, dass wir nicht in das Gehirn reinfliegen, weil es wäre nicht so schön, Freunde, wenn das passieren würde. Alles klärchen, Leute. Dann würde ich sagen, fliegen wir einfach mal hinein. Oh mein Gott, ich muss sagen, das ist schon... Okay, was ist das? Okay, das sieht aus wie so eine riesige Unterwasserwelt. Können wir da drauf landen? Ich probier's mal, Leute. Wir können da sogar rein.
Oh mein Gott. Wir sind drinne, Freunde. Ich glaube, das ist Franklins. Das ist, glaube ich, Franklins Bewusstsein oder Unterbewusstsein oder irgendetwas, das mit seinem Gehirn zu tun hat. Yo, guckt euch das an, Freunde. Ich glaube, das ist. Nein, das ist Franklins zentrales Nervensystem. Wow. Wow, wow, wow. Und da ist irgend so ein Pool. Freunde, ich muss sagen, ich bin ein bisschen nervös, weil Franklin, wenn es hier irgendwas gibt, was du vor mir verheimlichst, dann bitte sag mir das. Und ich glaube, da oben befindet sich irgend so eine. So eine rote Feder? Wir gucken mal, Freunde. Kommen wir da irgendwie hoch? Okay, Leute, ich probiere mal wirklich da hochzukommen. Wir schauen mal, ob das klappt. Aber ihr seht, ich falle die ganze Zeit durch. Wir schauen mal, was genau ist dort denn gewesen. Also, wenn wir uns das genauer anschauen, Leute, und ihr da reinzoomt, dann seht ihr diesen roten Strang. Und ich glaube, das Rote ist tatsächlich das Nervensystem. Das ist die Verbindung zwischen Franklins Gehirn und seinem Körper. Und ich glaube, zu seinen tiefsten Erinnerungen mit seinem Gehirn. Wow, das hat mich richtig erschrocken, wie das gerade aussah. Alles klar, Franklin. Ich glaube, ich möchte hier keine weitere Sekunde verbleiben. Ich glaube, wir gehen hier erstmal raus, oder? Also, wie kommen wir hier wieder raus? Wird nicht leicht werden, oder? Ich glaube, das wird nicht so leicht. Alles klar, Leute. Wir haben jetzt den Fallschirm benutzt und ich wollte eigentlich auf die nächste Ebene, aber ich glaube, das wird nichts. Kriegen wir wenigstens noch die eine Ebene. Come on. Oh, wow, wow. Okay, das sieht echt nice aus. Das sieht aus wie in so einem Märchenland. Sieht aus wie so ein Berg in einem Märchenland. Ich muss sagen, Franklin, dein Gehirn ist voller Geheimnisse. Ich glaube, es gibt noch viel mehr, was du uns nicht gezeigt hast. Aber es gibt eine Sache, die ich unbedingt austesten wollte, Leute. Und zwar können wir Franklins Gehirn zerstören. Tut mir leid, Franklin, falls ich das jetzt so sage. Aber wir probieren jetzt einfach mal, weil das ist wirklich das, was ich immer mal machen wollte. In GTA 4 gibt es ja dieses Herz in Liberty City, in der Freiheitsstatue. Und wir werden jetzt das Gleiche probieren, Leute. Und zwar mit einer Panzerfaust und richtig viel Magazin werden wir versuchen, dieses Gehirn in GTA 5 aufzuhalten. Oh, ich glaube, das Ding hat ordentlich Wumms. Alles klar, Franklin. Dann mach dich gefasst. Wir werden dich gleich fertig machen. Oh, 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 oh. Nicht kaputt, nicht kaputt gehen, nicht kaputt gehen. Huh. Alles klärchen, alles gut. So, alles klar, Franklin. Mach dich gefasst auf die Zerstörung von deinem Gehirn. Und explodiert es? Oh, ich habe was gehört, aber es ist nicht genau das gewesen, was ich erwartet habe. Oh, jetzt fliege ich auch noch in seinen Zahn rein. Tut mir leid, Franklin. Ich glaube, das sind seine Ersatzzähne oder vielleicht sind es die Löcher in deinen Zähnen. Was hat es alles auf sich? Warum sind es genau die Anzahl an Gebäuden? Aber egal. Wir probieren attackieren. Let's go! Geht's kaputt? Oh mein Gott, es hält alles aus. Es geht einfach nicht kaputt. Okay, wir probieren es nochmal aus ein bisschen näherer Nähe. Probieren wir einfach mal in Franklins Gehirn ranzukommen. Wow, Leute, ich muss sagen, ich will dem am besten nicht zu nahe kommen. Es sieht einfach weird as hell aus. Wow, wow, wow. Wir kommen jetzt gleich an die nächste Wand. Okay. Okay, ich glaube, Leute, es ist nicht möglich. Ich glaube, es ist nicht möglich. Dann probieren... Oh, oh, oh nein. Gleich geht das Teil kaputt. Gleich geht der Helikopter auch noch kaputt, Freunde. Alles klar, Freunde. Ich würde sagen, was wir jetzt noch machen, ist einen letzten Bassjump. Wir gehen einfach mal aus Franklins Mund raus. Ich weiß nicht, ob wir durch das Ohr rauskommen, aber wir probieren es einfach mal durch den Mund, Freunde. Let's go. Nein, nein, das Ding geht nicht hoch. Und let's go. Oh, boy. Alles klar, wir sind draußen, Freunde. Woo. Und rausspringen. Alter, Leute. Oh mein Gott, ist Franklin groß. Holy moly, Leute. Und wir versuchen jetzt zu landen. Leute, das Gehirn von Franklin scheint sich immer noch zu drehen. Es ist einfach zu heftig, Leute. Ich sag's euch wirklich. Wenn ihr jetzt schon Bock habt, Freunde, auf eine Episode, wo wir Michael analysieren, was in Michaels Kopf ist, was in Trevors Kopf drin ist, weil ich würde sehr gerne wissen, was in Franklin oder Trevors Kopf drin ist. Oder wenn ihr wissen wollt, was in meinem Kopf so drin ist, Freunde, dann lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Vielleicht wird es dann eine weitere Episode davon geben. Und ich würde sagen, wir blicken noch einmal drauf, Leute. Wie seht ihr das Flugzeug da hinten? Ich glaube, das wird gleich... Es ist in Franklins Brust reingecrashed. Wow, es ist so groß, ich kann nicht mal rauszoomen. Und wir haben 2 Sterne bekommen. Leute, an der Stelle würde ich sagen, ich beende das Video hier an der Stelle. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, gerne den Kanal zu abonnieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. ID-Zock ist raus. Haut rein, Freunde. Und ciao.